Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück. Dann hier im Krieg oder bald im Krieg. Mal sehen. Vielleicht steigt da noch jemand ein auf deren Seite. Ich bin da sehr gespannt. Mal gucken. Trotzige Haltung. Und auch da trotzig. Großbritannien werden wir mal als Verbündeten einfordern. Jawohl. Auf die Seite Badens, meine Freunde. Und da bin ich mal ganz gespannt, was wir da noch machen können. Also wir könnten noch eine Klientel an Übertragung von Guatemala fordern. Die sind da oben. Bringt uns das irgendwas, liebe Leute? Also so von Gebäuden und so her. Da wird gerade eine Regierungsverwaltung gebaut. Oh, die haben ein bisschen Zucker. Hm. Bisschen Tabak, Baumwolle. Oh, die haben wieder ein bisschen Gummi. Eisen haben sie auch. Ich meine, das könnte man machen. Aber wo ich eigentlich drauf schiele, liebe Leute, ist, hier gibt es irgendwo gibt's hier Opium. Ja. Ich glaube hier, oder? Nee. Hier. Hier gibt es Öl. Nee. Antiquaquia, da gibt es bestimmt, oder? Haben wir hier, habt ihr doch kein Opium oder was? Was ist denn mit euch? Also hier kriegen wir auch Gummi und noch richtig viele Kohleminen dazu. Das werden wir nicht brauchen. Also so viel Kohle ist an der Stelle. Und die irgendwas? Vielleicht hier? 41 Opium! Die müssen wir... Sorry, liebe Leute. 41 Opiumplantagen. Die werden wir erschließen. Natürlich ganz unkapitalistisch. Friedlich, ne? Wie ihr es euch denken könnt. So, Quauca könnten wir übernehmen. Oder wir gehen über Guavre, aber ich würde sagen, wir übernehmen... Ah, hier wird es natürlich auch gehen, ne? Also Antiquaquia und Kundi irgendwas. Starter erobern. 23 Berufenheit. Fuck. Und Kauka macht 36 und Antiquaquia macht 36. Oh, Gottes Willen. Komm da nicht ran, liebe Leute. Ja, Protektorat. Oh, Gottes Willen. Vertragshafenforderung, Regimewechsel. Dass man die nicht, weiß ich nicht, irgendwie, oder Landesbefreiung, Amazonien befreien. Das wäre natürlich was. Den ganzen Amazonas hier einfach befreien. Könnten wir den vielleicht in unseren Markt holen? Oder... Ich denke auch nicht ganz so viel. Guatemala befreien. Regimewechsel. Wisst ihr was? Wir werden es mal über einen Regimewechsel versuchen. Und dann über den Weg, dass die... mit un, also dass die in unseren Markt kommen. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie geht, ja, aber das ist das, was ich sehr gerne machen würde, weil an dieses Opium hier will ich rankommen, Leute. Das ist tatsächlich jetzt meine Möglichkeit. Die sind sonst, was das anbelangt, relativ isoliert, offenbar. Haben jetzt hier nur schwache Verteidigungspakte und so weiter. Und das wäre natürlich noch mal eine Idee. Dass wir über den Regimewechsel... Ich meine, als Dominion... Also Protektorat geht nicht, Leute. 64 Verrufenheit. Danach haben wir Krieg mit einem... Also, das ist zu viel. Das will ich auch nicht. Deshalb werden wir den Weg über den Regimewechsel versuchen. Und... Eine Vertragshafenforderung... Kauka, Antiquaquia ist Quatsch. 14 Verrufenheit auch an der Stelle. Unglaublich. Ja, und den Rest lassen wir mal so. Würde ich sagen. Den Rest lassen wir mal so. Wir schauen mal, wer sich auf die Gegenseite stellt. Stellt sich doch 100 pro irgendjemand auf die Gegenseite. Ich kenne euch doch. Also irgendjemand stellt sich immer auf die Gegenseite, liebe Leute. Oder? Ist ängstlich.
Haltung feindselig? Wenn sich die Regierung ändert, lieben die uns dann? Oder wie sieht das aus? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ob sie uns dann lieben oder nicht. Na, mal sehen. Okay, die schicken richtig viele Truppen. Um Gottes Willen, die Briten, wie viele Truppen schicken die? Junge, 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 die Briten! Generalmobilmachung! Schaut euch das an! Halb Großbritannien ist mobilisiert! Gut, liebe Briten, ich schätze unser Bündnis natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so viel... Also, ob das sein muss, aber... Aber gut, ich meine, wenn ihr sagt, dann okay, ne? Also, keiner will mitmachen. Ah, es tut mir echt ein bisschen leid, liebe Leute, dass da keiner mitmachen will bei euch. Ja, dann werden wir jetzt hier mal durchmobilisieren. Romantischer Kriegsverbrecher. Tötungsrate. War romantisch, macht die Offensive 10% weniger. Schicken wir den auch einfach mal nach Front voranbringen. Setzen den jetzt hier an die Front, genau. Und auch die 35 Truppen hier mobilisieren wir schon mal durch. Und dann passt es. So. Kurz vor Ende dieses Kriegsspiels. Fügen wir noch was hinzu? Also wir könnten noch Kriegsreparationen hinzufügen. Ich weiß nicht, ob uns das... Ob das dann nicht die Beziehung irgendwie verschlechtert oder so. Eigentlich ja, steht es ja nicht mit dabei. Also eigentlich dürfte es das nicht. Aber... Wir ja auch kein Klientelland übertragen. Also ich meine Guatemala... Wollen wir uns nicht Guatemala auch noch holen, Leute? Ja komm, wir holen uns Guatemala noch, liebe Leute. Wir holen uns Guatemala noch. Wird bei 17 Verrufenheit. Das ist schon noch in Ordnung. Genau. Die Frage, ob wir in Guatemala landen sollen. Katiri-Land will Auslandsinvestitionen. Die sind doch erst hier zu den Briten gerannt. Sollen sie mal bei den Briten bleiben? Aber tatsächlich haben die Briten nur irgendwie... Was haben die denn hier gemacht? 209 Bataillone an die Front. Oh, die haben einen großen Krieg gegen die Konföderierten Staaten von Amerika, deshalb, okay, alles klar. Kriegsgewinner, stoppt die Gewehrproduktion, ja, so weit kommt's noch. Ach, Großgrundbesitzer. Oh Gott, was ist denn hier los? Die Flotte. Sorgfältiger Marine, jetzt irgendwie... Das ist sehr ärgerlich, dass jetzt die immer genau in solchen Momenten, dass dann die Organisation runtergeht. Das ist super, super, super ärgerlich. Dann echt mal so... Da oben könnte man noch hin. Tatsächlich. Ah, da sind die Briten auch gleich gelandet. Das ist ja super. Wie sieht das hier aus? 89er Offensive, ja, ist nicht sonderlich schön. Wenn ihr euch mal daran erinnern könnt, wir hatten schon mal eine 110er Offensive mit einem vernünftigen General. Klappt das halt auch. Jetzt nicht mit solchen hier, aber gut. Alles in Ordnung, ne? It is, wie it is. In unseren Machtblock einladen. 2% Wahrscheinlichkeit. Ey, ich bin ja überzeugt, liebe Leute. Was ist denn hier los? Oma hat aufgehört, die Beziehung zu beschädigen, hat begonnen, die Beziehung zu beschädigen. Wirklich? Was ist denn mit denen? Ich meine, wir sind doch hier immer noch bei so einem großen Zusammenhalt, oder? Wir sind bei 100 Zusammenhalt und die machen alle irgendeinen Alarm? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Keine Diplomatieforderungen verfügbar. Okay. Jetzt denke ich auch so eine Forderung. Machtblock beitreten? Ja, die gibt's.
Okay. Das ist ja spannend. Was? Diesen Verteidigungspakt kann ich den nicht auf... Also ich meine, dann fordern wir das einfach. Verteidigungspakt kann ich jetzt natürlich nicht mehr beenden. 19. März. Na. Jetzt könnte man auch mal ausprobieren, ja? Wie viel, wie viel Verrufenheit das bringt? Bringt das viel Verrufenheit oder wie auch immer? Ja, dann laden wir die einfach ein und wenn sie nicht akzeptieren, dann, ja, ist doch nicht euer Thema. Dann akzeptiert er halt nicht, aber dann verliert er halt. So, wisst ihr, wie ich meine? Würde natürlich auch gehen. So, hier kommen nochmal 35 Truppen. Vor allem aber mit einem echt guten General dazu, mit unserem erfahrenen Offensivplaner hier. Ich kriege gleich nochmal eine Beförderung, weil der Typ cool ist. Ja. Kommen die hier wieder mit Pferden? Ne, die kommen mit Autos jetzt. Okay. Gut animiert. Fürsprecher für Malakat. Protestbewegungsunterstützung. Ne. Lasst mich in Ruhe, Leute. Da sind wir auch raus. Brauchen wir nicht. Flecksucht-Epidemie. Sind wir da langsam fertig mit? Immer noch nicht, ne? Nein. Warnzufuhrknappheiten. Seide. Mhm. Bla bla. Wirklich? Warum sitzt sie denn plötzlich so knapp? Oh. Kunststoffwerke. Können wir da nicht langsam was umstellen? Rayon könnte man machen. Aber vor allem, was ist denn mit unserer Seideproduktion los, liebe Leute? Was ist mit unserer Seideproduktion? Ist das immer noch diese olle Flecksucht-Epidemie, ja, oder was? Ja, warum kann hier keiner eingestellt werden? Weil... Durchsatz minus 75%. Zeitliche Modifikatoren. Flecksucht-Epidemie. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir doch was gegen die Flecksucht-Epidemie machen. Dann langsam. Also irgendwo derzeit erfüllen 9 von 11 dieser Einforderungen. Also vielleicht hier einfach eine Landwirtschaftsförderung. Dann nehmen wir mal ein bisschen. Wir haben ja jetzt. Am Ende haben wir das ja jetzt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das wirklich mal zu machen, weil wir die Autorität haben. Ne? Dann sollten wir das vielleicht auch mal tun. Also dann nehme ich hier irgendwo nochmal ein paar Erlasse raus. Was haben wir jetzt hier für Erlasse? Wir haben hier einen Straßenerhalt im Piemont. Dann nehmen wir mal hier einen Straßenerhalt raus, hier einen Straßenerhalt raus. Genau. So, dann machen wir hier mal die Landwirtschaftsförderung. So. Sollte jetzt schon was geändert haben, oder? Nein? Ah, mindestens ein Jahr lang aktiv. Ja, okay, ein Jahr lang aktiv ist ja nun wirklich eine Menge. Aber wir schauen mal, wo diese alle sind. Badensisch Provence, aber Badensisch Hormus, die sind wahrscheinlich auch betroffen. Ne, die sind nicht betroffen. Oder? Ne, die sind nicht betroffen. Sind nur die dort betroffen? Ne, doch. Aber stand da 9 von 11. Ist egal. Wir gehen da einfach hin. Das ist hier unten, glaube ich. Russisch Hormus. Genau, Badensisch Hormus. Da machen wir auch mal eine Landwirtschaftsförderung. So, und dann sollte es ja passen. Habe ich das jetzt hier auch gemacht? Genau. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, sollte das jetzt ein Jahr lang laufen und dann... Wir haben gelernt, wie wir die Fleckzucht-Epidemie beenden können. Entweder aufgrund heimischer Forschung oder von einer anderen Nation.
Höchstes Ereignis, das Ende der Flecksucht-Epidemie aus. 9 von 11. Kein Endkörper, kein Gebäude der Art Seidenplantagen. Genau, und Seidenplantagen haben wir ja nur in diesen beiden Städten. Also eigentlich, oder in diesen beiden festen Städten. Das sind ja keine Städte, sondern ihr wisst Bescheid. Wo fahren die jetzt gerade rum hier? Aha. Woanders lang. Okay, na dann. Ja, mieser Krieg auf jeden Fall hier für Guatemala oder Kolumbien, muss man einfach mal so sagen. Ich finde es auch schade, dass wir jetzt nicht an das Opium reingekommen sind, aber die haben wahrscheinlich dermaßen viel Bevölkerung, dass es einfach nicht... Das wird einfach nicht klappen. Und dann können wir es auch sein lassen. So, Friedensvertrag schlagen wir vor. Ist gezeichnet, alles gut. Genau, Panama ist isoliert, das ist in Ordnung. Genau, und dann werden wir jetzt hier erstmal an der Stelle noch ein bisschen mehr machen. Und zwar, genau, den Staat inkorporieren, das auf jeden Fall, aber auch die Produktionsmethoden zurücksetzen, so. Dann werden wir mal schauen, wie das hier aussieht, liebe Leute. Hier ist ja, muss ja ein Hafen sein, oder? Es ist kein Hafen. Was ist das? Die bauen einfach keinen Hafen in ihren... Okay, haben wir aber inkorporiert. Das dauert auch nur 5 Jahre. Das finde ich ja hervorragend, dass das wirklich nur 5 Jahre dauert. Sehr, sehr schön. Venezianische Einwanderungswelle, genau. So, und hier oben in Guatemala, da werden wir jetzt erstmal noch ein paar Sachen wahrscheinlich machen müssen, nehme ich an. Schauen wir uns mal an, bei den Klientelländern. Genau, Guatemala. So, dann machen wir mal... wo sind die jetzt? Die sind jetzt bei minus 0,02. Ach so. Kriegen Sie mal verringerte Klientelzahlungen. Und Dienstbefreiung. Wissensaustausch. Kriegen sie sowas, da freuen sie sich, glaube ich. Genau. So, minus 0,07, sobald das durch ist, sind wir damit dann wieder dran. So, Sachsen könnte man Autonomie verringern, hier oben auch Autonomie verringern in Lübeck. Die sind... Wird Dominion, das wäre schon wichtig. Aber vor allem Westfalen, das ist jetzt endlich mal gut und das werden wir auch machen, liebe Leute. Genau, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Minus 0,45, das geht ja rapide runter bei denen. Hervorragend. Sehr schön. Wunderbar, damit sind die in Dominion, liebe Leute. Grau Para, schauen wir mal hier. Die sind bei... derzeitiger Freiheitsdrang 25. Aber eigentlich auch gleich wieder drücken. Derzeit trotzig, zuvor rebellisch. Die Boma ist aber auch so ein Thema noch, ne? Wenn ich das so sehe. Ist auch auf jeden Fall ein Thema, ja. Raupara sollten wir gucken, die sollten wir noch relativ schnell an uns binden. Bremen auch. Ah, die sind alle noch nicht so richtig. Das sind auch alles keine Dominions, das sind alles nur Protektorate. Hier sieht man es übrigens, ich gucke da irgendwie immer ein bisschen blöd. Aber da sieht man es ja. Sehr schön. Okay. Hat ein neues Mandat erhalten. Sehr gut. So, dann jetzt hier an der Stelle. Also Beziehungen sind schlecht. Und feindselige Haltung sind sie auch. Obwohl eigentlich die Beziehung, also die Regierung sich...
Die müssten uns eigentlich lieben, liebe Leute, jetzt mittlerweile. Ja, ich würde hier gerne eigentlich die Beziehung verbessern. Die langfristig sogar in unseren Machtblock holen. Problem ist, ich kann den Rest halt noch nicht machen, ne? Also, wie sieht's aus bei Venezuela? Oh ja, Venezuela. Die haben doch Lust, oder? Die sind in der Einheitsfront. Das ist schlecht. Ach, ist das ärgerlich. Die sind voll in der Einheitsfront. Ja. Und damit werden wir sie nicht in unseren Markt kriegen, liebe Leute. Das ist ärgerlich. Und die sind auch mit Spanien verbandelt. Naja, gut. Okay, nicht weiter schlimm. Ist, wie es ist. It is, wie es ist. Wie sind hier die Beziehungen eigentlich? Die Beziehungen sind neutral. Ja, die können wir auch auf jeden Fall mal verbessern. Das, glaube ich, können wir uns auch noch leisten. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Dann würde ich hier auch nochmal einen Straßenhalt reinhauen, weil wir jetzt hier eh viel bauen werden oder gerade schon viel bauen. Und vor allem wird dann hier logischerweise unser Panama-Kanal gebaut werden. Den nehmen wir auch mal auf die 1. Den guten Panama-Kanal. So, was sagt 2,9 Millionen Investitionsfonds? Sieht ganz gut aus. Hafen sieht ganz gut aus. Alles gut. Passt soweit. Lokale Warenzufuhrknappheiten. Das ist in Panama. BASF verliert Wohlstand. Warum das? Weil Dünger zu günstig oder weshalb? Wahrscheinlich war Dünger zu günstig, nehme ich an. Dünger ein bisschen günstig. Aber da können wir mal ein bisschen was exportieren. Dann freuen die sich wieder. Die Kollegen von BASF. Genau. Die sollten wir auf jeden Fall nicht unter den Wohlstand kommen. Die Innovation und den Ölpumpendurchsatz. Gut, der Ölpumpendurchsatz ist jetzt nicht so super entscheidend, aber wäre schon nicht schlecht. Ja, schauen wir mal durch, was wir hier noch machen können. Radikale durchsinkenden Lebensstandard, Moralgeneration. Sieht auch echt gut aus. Persien aber, okay. So, es zeigt uns jetzt auch irgendwas an. Das ist schlecht. Naja, gut, dann gucken wir da vielleicht lieber nicht rein. Und wir können ein neues Mandat machen, wenn ich das richtig sehe, genau. Staatliche Baueffizienz, da können wir auch nochmal hochgehen. Also ich habe es immer noch nicht verstanden. Also wenn ich jetzt eins mache, das ist staatliche Baueffizienz. Müssen wir jetzt einfach gucken hier, Leute. Kompaniedurchsatzbonus. Importzölle, Exportzölle, Infrastruktur, 40% Beitrag zum Marktbesitzer, Konvoikosten, ne, das erhöht das gar nicht, okay. Schauen wir mal bei Vasalisierung, Einkommensübertragung von Klientelländern, oh, auch geil, weiß zwar nicht, was wir mit dem Geld brauchen, aber, oder sollen, aber von mir aus. Plus 1 Lebensstandard, minus 10 Sterblichkeit, Landwirtschaftsdurchsatz, auch super Sache, Lebensstandard an der Stelle. Denkt uns da nicht viel. Ja, plus 20% Konvoi ist natürlich auch nicht schlecht. Genau, das habe ich mir alles, glaube ich, schon angeschaut. Tja, beim dritten, was nehmen wir da, liebe Leute? Also das mit dem Essen ist schon gar nicht so schlecht, ne? Handelsroutenkosten, Handelsroutenkosten. Handelsroutenkosten, ja, aber das ist eigentlich... Leute, also, weiß ich nicht. Bau ist halt für Stufe 1 echt gut.
Danach finde ich es Quatsch, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich, weil hier müsste man noch eine Kompanie, eine zusätzliche Kompanie auf, ne, also bringen quasi und das ist mir zu viel an der Stelle. Also habe ich einfach nicht. Der Handel. Hafenverbindung, ja, und Beitrag, also würde unsere Konvois auf jeden Fall schon ziemlich stärken. Erlaubt es Erlasse in Staaten von Klientelländern zu beschließen. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier erst nochmal was anderes hinzu, und zwar nicht das Kolonialamt, sondern auch nicht die Militärindustrie, sondern die Nahrungsstandardisierung. Als nächstes dann vielleicht den internen Handel noch hochbringen und erstmal aber die Nahrungsstandardisierung für unsere ganzen Leute hier sicherlich spannend. So, Lübeck. Auch noch nicht, okay. Aber Lübeck machen wir auf jeden Fall Autonomie verringern. So. Westfalen kann jetzt die Autonomie erhöhen. Oh nee, bitte nicht. Nicht schon wieder. Was ist das? Ja, auch hier Klientelzahlung verringern. Sie schnell unter die 75 kommen hier. Nicht damit die wieder irgendwas fordern und dann... Das ist super nervig. Ja klar, dadurch, dass das in allen anderen Klientelländern auch Auswirkungen hat. Irgendwann, wenn man zu viele hat, ist blöd. Ach, wir wollen keine kulturelle Ausgrenzung. Was sind denn das? Was sind das für Nullen hier? Akademiker-Pops werden radikaler. Mhm. Wer hat das jetzt gebracht? Gar nichts gebracht, oder? Oder sehe ich das? Pff. Ja gut, also 50.000 ist ja vernachlässigbar, Leute. Da muss man ja mal ganz ehrlich mal sagen, 50.000 ist ja wirklich super, super vernachlässigbar. Da wird fleißig weiter ausgebaut, alles gut. Schön, 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 liebe Leute. Schön, 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 schön. So, hier im März. Ah ja, das ist auch durch übrigens. Sehr gut. Machtblock-Einladung 74%. Aber wir können jetzt doch hier den... Nein. In Verteidigung. Wir haben gar keinen Verteidigungspakt mehr. Das heißt, wir können die jetzt fordern. Jetzt will ich es mal ausprobieren, liebe Leute. Aber einer von den beiden hat es doch abgelehnt. Die sind schon in unserem Machtblock. Ja. Und die hier wollen es nicht. Aber die haben es doch vor kurzem abgelehnt. So. Vor kurzem Entscheidung abgelehnt. So, und wenn ich jetzt hier im Machtblock beitreten. Ah, Baden hat ein 19. März 1924. Ach so. Meine Güte. Das ist aber auch. So, in unseren Machtblock einladen. Die sind bei... Ja, das ist mir hier. Dieser ganze Heckmeck. Also echt, das ist doch... Ist da, was wir da für Diplomatie und Zeug hier investieren? Dass die hier in unser Land kommen? Das ist ja traurig. Was heißt in unser Land kommen? So, ich würde die jetzt gerne angreifen. Eigentlich das ist auch nicht mehr jetzt. Jetzt sind die Beziehungen wahrscheinlich wieder zu gut. Stadt erobern. Waffenstillstand. Baden hat einen Waffenstillstand. Protektorat machen. Ja,
Haben sie halt als Protektorat hier irgendwie. Mit dazu. Okay, sonst sieht's aber gut aus, oder? Ja, sonst sieht's gut aus. Aupara sind jetzt alle nicht ganz so. Boma, oh, Boma ist nicht ganz so. Ne, okay. Mara erbittet die Kontrolle über den eigenen. Mara? Ne. Was ist denn Mara? Wo ist Mara? Parma, Lübeck, Holstein, Hannover, Guatemala, Grau. Oma Brin. Ah, hier, Mara. Ach so. Ach so. Ach, liberalen Aufstand. Ja, das ist ja ärgerlich, liebe Leute. Das ist ja durchaus echt ärgerlich. Machtblock Vereintes Deutschland. Und der liberalen Aufstand, die werden natürlich gegen uns. Schlechte Beziehung mit uns. Was ist denn da los? Nein! Ach Gott. Der Seite trete ich bei, Mensch. Boah, jetzt sind die also die Haltung nochmal schlechter geworden. Das kann nicht wahr sein. Also, jetzt sind die Haltung wieder herzlich. Okay, wünschenswerter Verbündeter. Alles klar. Warum sind denn die Beziehungen da schlecht eigentlich? Sag mal. Irgendwer ist gestorben. Staatsreligion beschließen. Oh, lasst mich in Ruhe. Antifranzösische Vereinigung. Okay. Wie schnell sie den Schwanz anziehen. Okay. Na dann. Zieht mal schnell den Schwanz ein. So, wir gehen hier unten an die Front auf jeden Fall. Ist logisch. Achso, und weil die hier jetzt irgendwie, die haben hier irgendeinen Krieg gestartet. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Was haben die hier für einen Krieg gestartet, liebe Leute? Der muss ja riesig sein, ne? Hier gegen Spanien waren. Um Gottes Willen, schau ich das mal an. Regimewechsel. Gegen Österreich auch noch. Das französische Kaiserreich demütigen. Französische Kriegsreparation. Hawaii übertragen. Kongo übertragen. Tunesien, Marokko. Inneres Marokko fest. Meine Güte. Richtig einmal durch hier. Naja. Gut, ich meine, wenn sie Bock haben, haben sie Bock, liebe Leute. Also Hafen müssen wir auch auf jeden Fall noch weiter bauen, liebe Leute. Das werden wir auch. Also. Das werde ich ja auch auf jeden Fall noch weiter durchbringen. Panama kriegt nochmal 4, Nord Borneo. Richtig viele Stufen und die kriegen auch alle nochmal eine. Brauchen mehr Konvois. Das ist mir zu wenig. Das kann nicht sein, dass ich all meine Armee verschiebe und wir haben schon keine Konvois mehr. Das ist ja traurig. Meine, ist da Leute, was ist denn das? Wenn ich das mal so sagen darf, warum ist da so eine Lücke? Naja. Mut zur Lücke, liebe Leute. So, Flecksucht-Epidemie. 10 von 12. Mhm. Hamburg möchte Auslandsinvestitionen. Ja, das ist schön. Sind aber mit im Machtblock und damit alles gut. Die einzigen, die jetzt noch nicht dabei sind, sind Oldenburg. Verstehe ich auch gar nicht, warum. Aber kann man vielleicht auch nicht verstehen.
So, sind unsere Truppen da? Ja, gleich. Wir sollten ja auch langsam irgendwo mal so eine kleine Invasionstruppe stehen lassen, glaube ich. Das bringt vielleicht nochmal was. Kuba. Die Nordsee. Überall nochmal ein paar Interessen erklären. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Jo. Jo, jo, jo. So, der Krieg hier sollte ja gewonnen werden. Und um Mara müssen wir uns dann, glaube ich, auch mal leider ein bisschen kümmern. Wenn die hier mit ihren schlechten Beziehungen... Was? Warum sind die denn jetzt bei minus 41 mittlerweile schon? Ja, gar nicht. Tatsächlich minus 41 ist ja Wahnsinn. Das ist unglaublich. Warum? Oh. Oh, okay. Niederländisch, ostindische Inseln versucht uns bei seinem Diplomatiespiel gegen Spanien so zu beeinflussen, dass wir auf deren Seite stehen. Was ist denn das erstmal für ein Diplomatiespiel? Bulungan übertragen, Sukarta übertragen. Okay. Eieiei, Leute. Das ist ja heftig. Was bieten sie uns an? Ein Handelsvertrag. Nee. Aber probiert's gerne nochmal. Kriegsziele verlangen. Ja, Staat erobern ist Quatsch. Ja, dann bin ich leider raus, liebe Leute. Die wollen uns, also Kriegsziele muss ich selber erobern. Staaten übertragen wollen sie uns nicht geben. Diplomatiepakete, ein Handelsvertrag ist Quatsch. Also bin ich weg. Ja, Leute, so. No deal. Sorry. Die Färbemittel müssen auch zu günstig sein mittlerweile. Wenn ich mir so BASF anschaue. Ja, Färbemittel ist extrem günstig. Auch mal nach einer Exportroute schauen. Oder zumindest zwei Exportrouten nehmen. Ist jetzt auch nicht allzu verkehrt. Ja. Gut. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Der Panama-Kanal wird gebaut. Sehen wir es schon? Ja. Ja, liebe Leute. Kleiner Kanal, große Wirkung. Man muss mit dem Schiff nicht mehr draußen drumherum fahren. Ist schon gut. Und natürlich durch Baden, liebe Leute. Ist man da nicht froh? Und was? Wir sind zurückgefallen auf Platz 3? Das ist doch... Tatsächlich, Frankreich hat uns überholt. Diese Franzosen sind doch wirklich... Die haben 178 Millionen. Wir haben... Also Leute, wir haben halb so große Bevölkerung und fast das gleiche BIP. Krass. Auch mal jetzt, wenn man das mit Großbritannien vergleicht. Leute, die haben 300 Millionen BIP. Das ist doppelt so viel wie wir. Aber wir haben nur ein Drittel der Bevölkerung. Unglaublich. Jährliches Wachstum, Pop-Wachstum 1,02. Steht hier auch ein jährliches Wachstum? Nee, prognostiziert hier wagt man keine Prognosen. Schade. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, wünsche euch was.